Ja, hallo zusammen und willkommen zu einem weiteren Teil von Little Witch in the Woods. So, wir müssen ja nochmal ein bisschen den Extraktor benutzen, weil ich einfach wissen will, was ich so verdiene. Jawohl. Dann da. Dumm. Jawohl, so und jetzt wollte ich machen das heilende Bonbon. Jawohl. Ja. Auf 4. Warum sehe ich nichts hier? So, dann Ahornkräuter. Und dann Hexenblumen. Und dann. Was ist denn jetzt los? Warum bleibt denn der jetzt stecken? Das verstehe ich auch nicht. Hallo? Er macht überhaupt nichts mehr hier. Ja, fehlgeschlagen. Aber warum? Dann machen wir das nochmal. Er hat mitten im Rühren hat er aufgehört. So, manuelles Crafting. Ja. Also. So, dann den Ahornkräuterextrakt. Jawohl. Den. Jawohl. Und jetzt? So, okay. Sehr schön. 99 Crafting-Ergebnis. So, mache ich das nochmal. Heilendes Bonbon geht. Ja. So, dann Ahornkräuterextrakt. Sehr schön. Sehr schön. So, und dann machen wir diese anderen. Den Unkrautvernichtungstrank. Den können wir auch zweimal machen. Ja. Auch auf 4. Aber wenn das einmal. So. Das. Das. Und dann. Jawohl. Okay. Und dann machen wir ihn noch einmal. Unkrautvernichtungstrank. Jawohl. Manuelles Crafting. Ja. So, auf 4. So, dann ihn. Und das. Und dann. Nee, doch so rum.
Okay. So, dann packen wir den anderen Krempel mal wieder hier rein. So, okay. So, dann habe ich hier ein Buch über stachelige Reben irgendwo. Gut, dann liegt es wohl unten. Hier nicht. Dort nicht. Im Haus der Hexe lag ein Buch über stachelige Reben. Also ich finde hier gerade nichts. Ich gehe oben noch mal gucken. Ah, da. Ich brauche nur ein weiteres Buch über stachelige Reben. Ich kann nicht mehr lesen. Ich kann das heute nicht zu Ende lesen. Warum nicht? Lies es zu Ende. Das Lesen bringt mich um. Wer würde die stacheligen Ranken loswerden, wenn ich sterbe? Man stirbt nicht, nur weil man ein Buch lange liest. Ich meine, Arias Tochter könnte sterben. Schau dir das Buch an. Es sieht aus, als ob es mehr als 1000 Seiten hat. Jeder würde sterben, wenn er das Buch zu Ende gelesen hat. Was ist mit dem Buch? Willst du nicht mehr lesen? Mach es mir leicht. Wenn ich noch ein Wort lese, muss ich kotzen. Aber ich glaube, du bist fast bei einigen wichtigen Details angelangt. Was? Echt jetzt? Und wo? Der erste Tau des Frühlings, ein roter Mondschmetterling, die vierte Morgendämmerung des Sommers. Es ist nicht so, dass wir das machen werden. Fasse es einfach zusammen. Gut, mischen und die gewünschten Pflanzensamen hinzufügen, um eine neue Pflanze zu erzeugen. Das ist eine Methode, um die Eigenschaften der Pflanzen zu kombinieren. Die stacheligen Reben im Dorf waren eine Kombination, die auf diese Weise entstanden ist. Es scheint so. Nach den Informationen, die wir gesammelt haben, scheint es sich um eine Kombination aus kleiner Honigkürbis und White Prickly Wine zu handeln. Und jetzt? Warte, warum ist dieses Buch hier? Die Bosheit von jemandem? Aber natürlich ist dieses Buch nicht unüblich. Es ist ein Buch, das jede Hexe, die sich für Pflanzen interessiert, haben würde. Richtig. Es ist nur eine Möglichkeit. Ich meine beide. Aber es gibt eine dringendere Angelegenheit. Was ist es? Stachelige Ranken entfernen. Ich muss noch einmal Kilas Haus durchstöbern. Okay, so, dann gucken wir mal, ob wir heute mal verkaufen können, was ich dann dafür kriege. So. Ja. Nee, Shop. Ja, ich brauche etwas. Ich will Zaubertrank verkaufen. So, und zwar den. Beide. Ja. Also ich kriege 10 für einen. Okay. So. So, dann lass mal. Was ist denn das hier? Rangliste der Enzyklopädie.
Ach so, von der kann ich mir die Belohnung abholen. Okay. Ah, ich muss die höchste Stufe erreichen. Noch so etwas. Hexenkatalog, was haben wir denn da? Ohrenschützer, Ernährungstrank. Twinkle. Die Pickaxe kostet 60, die Kreide kostet 30. Okay. Alles klar. Okay. Ja, auf Wiedersehen. So, und dann verkaufe ich der anderen noch was. Okay. Lass mich mal kurz in die Enzyklopädie gucken. Punktzahl, gesamte Crafting-Punktzahl, Zaubertrank benutzen, Herstellungspunktzahl. Also ich muss da noch einiges herstellen. Und die Bonbons. Alles klar. Also da, ich muss schön fleißig sein. Dann kommt mal her. Und ich brauche euer Fell. Dankeschön. Und fleißig malen muss ich. Warum die Tiere und Blumen nicht nochmal getrennt haben, weiß ich jetzt auch nicht. Okay. Ist es schon wieder so spät? Na, komm her, Süßer. Und du auch. Okay, so. Und hier brauche ich auch noch mal was. Danke. So. Die bevor, oh Gott, die ist gleich weg, ne? Mit dem Verkaufen. Ja, jetzt ist sie weg. Die ist ja immer nur bis 18 Uhr da. Schade. Ahornkraut. Ja, da ist sie weg. Gut, dann gehen wir hier da jetzt nochmal Cookie-Lookie machen. Sieh dir das an. Er sieht definitiv aus wie eine stachelige Ranke und hat die Farbe eines kleinen Kürbis, Honigkürbis. Das bedeutet, dass die Dorfbewohner diese stachelige Ranke nicht loswerden konnten, weil, denn du kannst ihn nur loswerden, wenn du den Kern zerstörst, genau wie kleiner Honigkürbis. Aber wo ist der Kern? Du kannst die stacheligen Ranken loswerden, wenn du ihren Kern findest. Da es sich um eine Pflanze handelt, müssen die stachelige Ranke und der Kern auf irgendeine Weise miteinander verbunden sein. Schau mal da drüben. Die stachelige Ranken breiten sich außerhalb des Dorfes aus. Wir können den Kern finden, wenn wir ihr folgen. Okay, also gut, lass uns den Kern finden. Aber wie wollt ihr den Kern loswerden?
Die Kraft des Mondes sollte den Kern schwächen, denn er ist wie die weiße Stachelrebe. Ist es wieder Mondöl? Woher willst du Phönixfeder bekommen? Oh, wir haben Mondblume, aber Phönixfeder ist das Problem. Lass uns einfach noch ein Zugticket kaufen gehen. Ich habe nicht so viel Geld. Was sollen wir tun? Wird Diane es verkaufen? Sie würden ihn zu einem hohen Preis verkaufen oder ihn nicht führen. Ich frage mich, ob es noch einen Trank mit der Kraft des Mondes gibt. Apropos Mond, du hast doch letztes Mal einen Zettel mitgenommen, oder? Oh, der Zettel ist in der alten Hexensprache geschrieben. Jetzt, wo ich darüber nachdenke, sah es wie ein Rezept aus. Wie wäre es, wenn du es zuerst entschlüsselst? Gute Idee, lass uns das zuerst entschlüsseln. Und es wäre die Herstellung von Mond. Wie heißt der Trank, der den stacheligen Ribkern entfernt? Ich nehme an, Diane kann es lesen. Das wüsste man, wenn man nicht wie du im Unterricht eingeschlafen wäre. Ich bin auch nicht eingeschlafen. Der Mond und Kauderwelsch. Ich frage mich, ob jemand die alte Hexensprache auf dem Zettel entziffern kann. Okay. Folge den Stacheligen auf dem Boden. Wie spät ist denn das? Nicht, dass ich wieder umkippe. Okay. Dum, dum, warte. Ich hätte gerne das. So, die Ranken sind hier. Und da. Und hier und hier. Und hier und hier. Okay, das geht jetzt nur mit Dingens. Grüner Wald, Wasserfall. Ja, da komme ich aber nicht hin. Gut, dann, aber hier gibt es auch noch mal Ranken. Hier sind auch noch Ranken. Hier sind Ranken. Warte mal hier. Aber hier komme ich auch nicht lang. Das ist das Problem. Überall, wo die Ranken sind, komme ich nicht lang. Und hier sind keine, ne? Ja, wie gesagt, ich komme da überall nicht lang. Ich brauche Hexenkreide oder sowas. Hexenkreide. So, dann sind wir mal hier fleißig am Sammeln. Da ist noch eine. Ich habe nicht genug Ausdauer. Oh, ich habe keine Ausdauer mehr. Okay. Gut, dann gehen wir schlafen. Ja. So, okay, super. Dann gucken wir mal wegen Tränke.
So, ich weiß gar nicht, ob ich da jetzt nochmal Ausdauer brauche, ne? So, gib mir mal das Ding. Und dann, ach so, ich kann die Sachen essen für die Ausdauer. Nee, abbrechen. Gib mir mal die Rezepte. Hexenblume. Tja, von der Hexenblume habe ich aber noch nichts Einzigartiges gefunden. So, aber ich brauche die Rezepte. Da habe ich ja nur den Unkrautvernichtungstrank. Mehr habe ich noch nicht. Und die Bonbons. Da habe ich natürlich genug Buschschwanze und Squish. Schlafbonbon. Seufzerbonbon. Ich mache eins nach dem anderen, ne? Zaubertrank benutzen. Ja, ich kann hier nur den Unkrautvernichtertrank machen, mehr geht nicht. So, wie spät? Also, ich brauche das. Und das andere. Achso, warte. Das. Das. Und das muss ich nochmal verschieben. Okay. So, dann lass mal schlafen gehen. Bevor ich aus den Latschen kippe. Ja. Dorfanzeiger. Neue Nebenquests werden jeden Morgen zum Dorfbulletin hinzugefügt. Wenn du nicht weiterkommst, schau nach, was die Dorfbewohner brauchen. Selbst eine kleine Angelegenheit kann in Ellies Gesellschaft zu einem großen Abenteuer werden. Okay. Ob ich jetzt schon Zeit habe, mich mit dem Board zu befassen? So. Ich brauche. Jeden Tag die armen Dings rupfen. So, dann lassen wir hier noch mal kurz den Unkrautvernichtungstrank. Ja. Wieder auf 4. So, dann das und dann rühre, rühre, rühre. Jawohl. Bum, jawohl. Den machen wir jetzt noch mal. Ja. So, dann das
Und dann. Jawohl. Danke. Jawohl. Automatisches Handwerk freischalten. Das möchte ich gerne. Okay, mal sehen, ob das mit ihr geht. Und das gucken wir beim nächsten Mal. Ich sage vielen, vielen Dank fürs Zuschauen. Ich würde mich über ein Däumchen nach oben freuen. Und dann sage ich ciao, ciao, bis zum nächsten Mal. Tschüssi.